werde ich leidfrei. Wie viele Menschen sind zu Christus gekommen durch Leid? Indem wir unser Kreuz auf uns nehmen. Drop into relaxation. In Yoga, into relaxation. Yoga, das ist ein ganz anderer Aspekt. Und wir sind komplett egozentriert auf dich selbst und nicht auf die anderen. Und am Ende geht es schon darum, sich aufzulösen in Nirvana. Nirvana ist ein Nichtsein. Iar scopul final este tot acela de dizolvare în Nirvana, unde Nirvana rămâne o stare a neființei. So, hat Buddha festgestellt, es kommt durch die Gedanken, durch diese fünf Tore. Astfel Buddha a văzut că experiența vine prin gânduri, deci prin aceste cinci pori. Und hat die einzig richtige Konsequenz daraus gezogen. Și a tras singura consecință logică posibilă. Er hat gesagt, was Christus uns auch sagt. Și a spus ceea ce ne spune și nouă Hristos. Wir leben in dieser Welt. Christus uns sagt, dass wir in dieser Welt. Also wir leben nicht von dieser Welt. Das kann uns nicht in ihr. Deshalb gibt es uns auch Klöster. Ja, tschei, es ist das ja nur in meiner Sicht. Aber die Klöster sind nicht Vorschrift. Du kannst es auch in Familien, in Kindern, zu Hause ganz ähnlich leben. Das ist für uns, wenn wir im Buddhismus, wir ziehen uns aus der Welt zurück, das ist richtig. Auch eine Fußball-Weltmeisterschaft kann ja nicht sein und nicht mehr. Genau das Gleiche. Die Fehlentscheidung kommt aber im Kloster. Denn ab jetzt habe ich 3,5 Jahre lang praktiziert, nicht mehr zu denken. Ich wiederhole, Buddha hat gesagt, alles ist Illusion, alles ist vergänglich, das stimmt. Also müssen wir unsere Gedanken aus allem zurückziehen und vor allem nicht mehr denken. Așadar, trebuie să ne retragem gândurile din toate și mai presus de acest trebuie să nu mai gândim. Ihr habt vielleicht versucht, dich zu kriegen, ihr seht, das kann nicht funktionieren. Denn ihr denkt den ganzen Tag. Ihr denkt den ganzen Tag. Also komm. Ich stelle mir das nur vor, wie eine Straßenlaterne in der Dunkelheit, wenn so. Kann man den Fluss der Gedanken stoppen? Ein russischer Heiliger, der Tschernyov, hat gesagt, die Gleichheit, die